Wir haben ein wunderbares Triumvirat hier. ja, Künstler helfen Künstlern. Darf ich gleich hier die Frage stellen? Ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ja, das stimmt schon. Auch ich war lange Zeit bei Künstler helfen Künstlern mit dabei, als die Lotte noch gelebt hat. Es war eine wunderbare Zeit und ich war auch sehr oft bei ihr zusammen und wir waren auch immer bemüht, dass es den anderen gut geht. Und ich bemühe mich auch jetzt. Und wir werden an sie denken, immer wenn es so etwas kommt, dass es Negatives ist. Dass wir eigentlich als Künstler aufpassen müssen, dass es uns gut geht, damit es den anderen auch gut geht. Gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Eine Tradition, die man eigentlich immer hochhalten sollte hier. Naja, unbedingt. Der Marfellerhof war immer schon für Künstler helfen, Künstler da. Und ich kann mich erinnern, das war vor fast 25 Jahren, haben wir hier im Marfellerhof bei unserer ersten Führung von Butterbrot von Gabriel Barilli hier das größte Butterbrot der Welt geschmiert. Ob es tatsächlich ins Guinness Buch der Rekorde gekommen ist, weiß ich gar nicht. Aber es war damals ein Riesenerfolg und der Erlös ist damals auch Künstler helfen Künstlern zugute gekommen. Eine wunderbare Sache und einer meiner besten Freunde ist mit 30, das muss ich auch noch anbringen, hat er sich aufgedirndelt und ist dorthin marschiert nach Baden und hat gesagt, grüß Gott, ich bin zwar erst 30, aber wenn ich alt bin, möchte ich bei euch sein, ich möchte ab sofort Mitglied werden, ich zahle monatlich ein und das hat er bis jetzt gemacht. Er ist jetzt 55, also er hat noch ein bisschen Zeit, aber er hat brav eingezahlt und er wollte damals schon, hat er gewusst, er will einmal ins Künstlerheim nach Baden. Er will unter seinen Kollegen und Kolleginnen dann alt werden. Kann ich verstehen. Großartig. Kann ich absolut verstehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Auftritte, die wir gemacht haben, mein Mann, man hat es noch gelebt, im Künstlerheim, war eigentlich für uns immer der größte Erfolg. Denn wir wussten, vor wem wir spielen und vor wem wir auftreten. Und die waren immer ganz fantastisch, die Leute dort. Auch wenn sie alt waren. Aber sie waren begeistert. Man sollte mit Achtung und Hochachtung. Das stimmt, genau. Als Direktor eines Theaters hat man mit vielen Künstlern zu tun. Und man sieht auch die Schicksale und ich glaube, da ist so etwas ganz wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig und es ist so toll, dass es diese Einrichtung gibt. Und auch ein großes Danke auch an den Gerhard Boczek, der das ja so unterstützt. Und irgendwie, wenn man, ich bin auch schon über 40 Jahre in der Branche tätig, in der Szene tätig und irgendwie sind wir ja alle eine große Familie. Und es ist einfach schön, jetzt auch so bei so Festen wie heute, dass wir uns da alle treffen. Und Sie sehen ja da stehen ja drei Generationen. Und ich hoffe also, dass es auch ein bisschen eine Breitenwirkung kriegt, wie wichtig es ist, dass man eben auch versorgt ist. Und gerade Waltraud Haas und Markus Strahl haben da immer ein großes Herz und ich natürlich dazu, weil wir ja wirklich alle zusammenarbeiten. Also ich hoffe, dass da viel, viel Aufmerksamkeit kommt und dass auch viel zusammenkommt. Das wurde ja heute auch angesprochen. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und wünsche noch einen schönen Abend. Danke. Ebenfalls, danke schön. Das müssen wir auch dem Herrn Boczek danken. Natürlich. Alles Liebe. Danke.